Hallo und herzlich willkommen zu Bist du einem. sicher, Wilbur? Ja, irgendjemand im Dorf wird wissen, wo der alte Van Buren gelebt hat und vielleicht auch, wo wir das Buch finden können. Soll ich nicht doch mitkommen? Wenn deine Füße so wehtun wie meine, möchte ich dir das nicht antun. Ich bin nicht lange weg. Passt ihr bitte auf Timmy auf? Keine Sorge, er schläft. Wenn du wiederkommst, warten heiße Würstchen auf dich. Kann's kaum erwarten. Lecker. Ja, ich auch nicht. Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Book of Unwritten Tales Teil 2. Und wir sind jetzt im Düsterwald. Ja, und du klingst, als würdest du direkt aus der Toilette sprechen. Ja, hoffentlich wird noch ein bisschen gemacht. Was war denn die Rolle hier unten? Die sagt mir gar nichts. Das war wahrscheinlich Autosave oder sowas. Ja, wir haben es zurückgeschafft ins Spiel. Und das Quad oder Düsterwald sieht wirklich ein bisschen aus wie eine WoW. Jetzt fällt nur noch, dass hier Kleiner oder Fresser oder wie hieß er hier vorbeikommt. Ja, aber wir können hier schon mal ein paar Ziegel betrachten. Gebrannte Ziegel zum Hausbau. Vermutlich gibt es irgendwo in der Nähe ein Lehmvorkommen. Ja, und da drüben gibt es einen Ofen da dafür In extra. dem Ofen hat seit Jahren kein Feuer mehr gebrannt. Und so krumm und schief wie er ist, sollte ich aufpassen, dass er nicht über mir zusammenstürzt. Okay, und da drüben gibt es eine Halle oder einen Händler. Ich glaube, wir schauen mal bei dem vorbei zu Swords and Potions. Es scheint eine Art Gemischtwarenladen zu sein. Okay, wir klopfen mal an. Hallo? Jemand zu Hause? Geh weg! Meinen Kopf kriegst du nicht! Ich will Ihren Kopf gar nicht. Ich will nur ein paar Informationen. Hinfort, kopfloser Reiter! Mich legst du nicht herein! Oh nein, jetzt kommt auch noch der kopflose Reiter, oder was? Oh, bitte lass den nicht so reimen wie in WoW. Das, ja, das würde ich glaube ich nicht aushalten. Aber die Stimme von dem ist irgendwie cool vom Händler. Oder dieses leicht jammernde. Okay, kopflose Reiter. Was für ein Kopf. Hier draußen gibt es einen kopflosen Reiter? Als ob du das nicht wüsstest. Er jagt mich. Er will meinen Kopf, damit er ihn sich auf seine eigenen Schultern setzen kann. Sind Sie sicher, dass er Ihren Kopf will? Oder will er irgendeinen Kopf? Ich meine, was würde er wohl tun, wenn er einen Gnomen mit einem schönen großen Kopf sähe? Geh einfach weg, du Scheusal! Ja, aber was soll ich über den Händler sagen? Spusch, 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 spusch. Okay. Mein Name ist Wilbur Da wird auch nichts Wetterquarz. Ich bin bringen. ein Gnom, komme aus Seefels und will Ihnen nur ein paar Fragen stellen. Natürlich! Ein Gnom aus Seefels kommt alleine in den Düsterwald spaziert und will nur ein paar Fragen stellen. Ich bin nicht allein. Ein lebendes Skelett, ein Zombie, ein Roboter und eine sprechende Ratte begleiten mich. Es gibt wirklich keinen Grund zur Sorge. Oh nein, das hat die Sache echt besser gemacht. Können wir nicht drinnen weiterreden? Dann müssen wir nicht so schreien. Ah, jetzt ist alles klar. Du bist der Teufel. Du kannst meinen Laden nicht betreten, ohne dass ich dich dazu Ich bin nicht der Teufel. Der zweitbeste Trick des Teufels ist es, jemanden glauben zu lassen, er sei es nicht. Das ist doch lächerlich. Ich mache jetzt die Tür auf. Oh, Schrott. Hä? Wieso hat er die Tür nicht verrammelt? Hallo? Stirb, Monster! Hey, Sie hätten mich treffen können. Keine Bewegung! Sagt man nicht erst keine Bewegung und schießt dann? Keinerlei psychokinetische Energie. Du bist nicht magisch. Danke, dass Sie mich daran erinnern. Oh, das war gemein. Wer bist du? Was willst du hier? Ach, der ist ja echt nett. Was hat denn der da oben dran hängen? So eine alte Faunfeder oder sowas?
Ja, aber sieht auch schon ein bisschen vergammelt aus. Entschuldigen Sie, Ihr Name war Whale. Tim Whale. Und Sie sind der Ladenbesitzer? Jawohl. Und ich bin der Bürgermeister dieses schönen Dorfes. Und der Priester, Feuerwehrmann, Wirt, Kutscher und Schmied. Oh, dann haben Sie bestimmt viel zu tun. Geht so. In den Ratssitzungen werden wir uns meistens schnell einig. Hey, möchtest du vielleicht nach Düsterdorf ziehen? Ich könnte dir den Posten des Landvogts anbieten. Ich bleibe lieber nicht länger hier als nötig. Es liegt an den namenlosen Schrecken aus dem Wald, oder? Kann ich dir nicht verdenken. Ich sehe hier hinten gerade die typischen Rüstungen. Also das ist, ja, wie in den typischen RPGs. Die Männer bekommen immer Stacheln, hier überall Körperpanzer, überall alles Abwehr. Ja, und die beste Rüstung für Frauen in den Spielen, ja, sieht man dann auf der linken Seite hier so ein bisschen. Ja. Ja, das wird das neue T20-Set hier wahrscheinlich in WoW. Aber ja, ich bin gespannt, ob sie darauf noch einen Anspieler machen. Aber ich finde die Szenerie, die sie hier aufgebaut haben, total klasse. Wie bereits gesagt, mein Name ist Wilbur Wetterquarz. Ich bin auf der Suche nach Informationen über einen gewissen Van Buren. Er muss vor einiger Zeit hier gelebt haben. Der Hexenmeister? Yep. Übler, übler Charakter. Mit solchen Leuten sollte man sich nicht einlassen. Ach, der? Er etwa noch? Nein, ist schon seit gut 30 Jahren tot. Ich erinnere mich, wie die Erwachsenen mit Mistgabeln und Fackeln hoch zum Schloss gegangen sind. Richtig traditionell. Naja, so rückblickend betrachtet, hätten sie ihn nicht umgebracht, wären wir vielleicht nicht verflucht worden. Verflucht? Van Buren hat sie verflucht? Das ganze Dorf. Jeder wusste, dass der alte unheilige Experimente in seinem Schloss machte. Aber im Prinzip sind wir gut miteinander ausgekommen. Wir hätten niemals sein Schloss gestürmt, wenn die Paladine und Magier uns nicht dazu angestachelt hätten. Sie meinten, es sei unsere Pflicht, ihnen gegen das Böse zu helfen. Na, typisch Paladine. Das müssen dieselben Leute gewesen sein, die überall gegen den Kult des Namenlosen gekämpft haben. Wer immer sie waren, sie sind weitergezogen, nachdem der Hexenmeister tot war. Und haben uns mit dem Fluch allein gelassen. Der typische WoW-Raid. Einmal Ragnaros besiegen und dann, ja, komm, weiter, nächster. Hier, keiner will mehr nach WoTLK. Der Fluch lässt Leute verschwinden? Nicht direkt. Das hier war schon immer eine besondere Gegend, weißt du? Zum Beispiel ist es hier immer Nacht und wir haben immer Vollmond. Der Wald und das Gebirge verwirren die Sinne. Solche Dinge. Man kann sagen, die Menschen in dieser Region sind einiges gewöhnt. Aber nachdem der Hexenmeister getötet wurde, war es anders. Der kopflose Reiter? Nicht nur der, auch andere. Abscheuliche Kreaturen. Kleiner. Sie kommen aus dem Wald und jagen uns. Einer nach dem anderen wurde geschnappt und in den Wald verschleppt. Ich bin der Einzige, der noch übrig ist. Ja, bei deinen Vorsichtsmaßnahmen kein Wunder. In diesem Dorf ist es immer Nacht? Das ist doch verrückt. Wieso ist das verrückt? An anderen Orten ist es immer Sommer. Irgendwo im Norden gibt es eine Insel, da regnet es ständig. Hier ist es halt immer Nacht. Einige Leute kommen extra deswegen in diese Region, so wie andere in ein warmes Klima ziehen. Ins alte Schloss ist zum Beispiel vor einigen Jahren ein Gentleman eingezogen. Ein Graf sogar. Oh nein! Er scheint nichts dagegen zu haben, dass es ständig Nacht und Vollmond ist. Nein, warum doch? Ein Graf. Okay, dann sehen wir wohl offenbar auch noch Vampire. Das Schloss da oben auf dem Berg? Dort hat der Hexenmeister gelebt? Dort hat er gelebt und dort ist er gestorben. Dann muss ich dahin. Ha, viel Glück. Den Weg durch die Berge findest du niemals. Können Sie ihn mir nicht zeigen? Du,
Du meinst meinen Laden verlassen, während da draußen der kopflose Reiter auf mich wartet? Niemals! Ich bin der Letzte, der allerletzte, der noch in diesem Dorf lebt. Einige sind geflohen, aber die meisten... Ich sehe sein Gesicht. Wenn ich sterbe, stirbt das Dorf. Was würden meine Vorfahren dazu sagen? Oh, die Szene ist cool. Was würden die wohl dagegen sagen? Nichts. Als Bürgermeister haben Sie doch bestimmt schon einen Plan, wie Sie dem kopflosen Reiter das Handwerk legen wollen, oder? Natürlich. Ich habe ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. Das sollte schwierig zu verdienen sein, gleich aus mehreren Gründen. Willst du vielleicht dein Glück versuchen? Nein, ich bin kein Kopfgeldjäger und habe auch keine Zeit. Ich muss ein Buch finden, um einen Zauberstab zu zerstören. Bitte? Wenn das wichtiger ist, als Düsterdorf vor dem Untergang zu bewahren. Danke für Ihre Hilfe. Wir werden morgen früh zum Schloss aufbrechen. Da gibt es natürlich ein Problem. Zu wissen, wann morgen ist? Ja. Nein, ich spreche eher von verborgenen Schluchten, messerscharfen Felsen, wackeligen Felsvorsprüngen und geheimen Pfaden. Ihr könnt das Schloss nicht erreichen, wenn ihr den Weg nicht kennt. Ich weiß, wie das läuft. Ich muss unbedingt zum Schloss und Sie sind der Einzige, der mir helfen kann. Und Sie haben da zufällig ein Problem mit einem kopflosen Reiter. Ja, das nennt man aber Quest. Wissen Sie was? Dieses Mal nicht. Denn während ich mich von meiner eigentlichen Aufgabe ablenken lasse, passiert einem meiner Freunde etwas. Ich habe ein klares Ziel und ich bin in den Bergen aufgewachsen. Ich werde einen Weg finden, ganz ohne Hilfe. Guten Tag. Gute Nacht. Okay, also er sieht schon mal echt witzig aus hier. Und wir können offenbar auch noch die Rüstung hier betrachten. Und was ist das hier? Sowas wie Unterwäsche aus Metall? Das ist ein schweres Kriegerset, Level 90. Ein was? Ist dasselbe Modell wie das daneben, nur halt für weibliche Krieger. Das hier und das. Sie wollen mir erzählen, das seien gleichwertige Rüstungen? Oh ja. Jupp, schwere Plattenrüstungen bieten optimalen Schutz gegen alle Arten von Waffen. Aber da kann man ja überall durchgucken. Ein Stoß mit einem Schwert im Bauchgegend und... Ich verkaufe seit 20 Jahren Rüstungen. Und vor mir mein Vater und mein Großvater. Willst du mir erzählen, du wüsstest mehr von schweren Plattenrüstungen als ich? Nein, nein, natürlich nicht. Okay, Beeindruckende Rüstung. Nur die Schultern wirken etwas unpraktisch. Die Schultern bringen Panzerung plus 22 und Beweglichkeit plus 9. Warum verbessern übertrieben große Schulterplatten die Beweglichkeit? Sollten sie die Beweglichkeit nicht eher einschränken? Das wäre doch unfair. Krieger haben schon von Haus aus eine deutlich niedrigere Beweglichkeit als zum Beispiel Schurken. Aber können nicht auch Krieger Schurken sein? Ich meine, wenn ein Krieger zum Beispiel unfair kämpft oder beim Würfeln betrügt? Ein Krieger, der auch ein Schurke ist? Wie sollte das gehen? Woher wüsste ich dann, ob ich ihm den Plattenpanzer verkaufen darf oder nicht? Schurken dürfen nur Lederrüstungen tragen. Vielleicht noch Kettenhemden. Genau wie Jäger. Ah, verstehe. Damit die Rüstung nicht quietscht und die Tiere verscheucht. Oh, Scheiß. Okay, die haben wir angeschaut. Es ist bestimmt nur ein Verkaufstrick, wenn gesagt wird, eine Rüstung mache jemanden geschickter oder zu einem besseren Kämpfer. Es kommt doch darauf an, wer in der Rüstung steckt. Okay, da oben gibt's nichts mehr. Wo gibt's sonst noch irgendwas? Man sieht ihm an, dass er schon lange in Angst lebt. Armer Kerl. Aber wenn er mir nicht helfen will, werde ich nicht versuchen, ihn zu überzeugen. Wir finden schon einen Weg durch die Berge. Auch ohne ihn. Ja, hoffen wir's. Das da auf dem Boden ist ein Bannkreis, oder? Kennst du dich mit Geisterbannung aus? Ein wenig. Muss nicht der Geist im Bannkreis sein und nicht derjenige, der den Geist bannen will?
Wenn man mit so einem Ding Geister einsperren kann, dann kann man sie auch aussperren. Der Kreis ist meine letzte Verteidigungslinie für den Fall, dass das Salz vor den Fenstern und Türen nicht standhält. Sind die Wesen aus dem Wald denn Geister? Dort lebt alles Mögliche. Warum nicht auch Geister? Sicher ist sicher. Okay, da haben wir noch eine Eine Armbrust ist eine verheerende Waffe. Zumindest, wenn man in der Lage ist, damit etwas aus ein paar Metern Entfernung zu treffen. Hey, ich verkaufe die Waffen nur. Ich habe nie gelernt, damit umzugehen. Oh. Ich glaube nicht, dass der Laden gut läuft. Sicher, ein bunt zusammengewürfeltes Sortiment von Rüstungen, Waffen, Nahrung und Zaubertränken funktioniert eigentlich immer. Aber wenn der Laden mitten im Nirgendwo steht und es niemanden gibt, der Helden in diese Region schickt, wer soll all den Kram dann kaufen? Okay, da gibt's auch nichts. Was ist hier oben noch? Ich glaube, hier ist gar nichts mehr irgendwie. Das war mal ein... sowas wie ein... eine Wildschweinkuh? Vielleicht hätte Herr Whale weniger Angst, wenn er sich nicht mit solchen gruseligen Dingen umgeben würde. Vermutlich ist das Fass mit irgendeiner Säure oder mit Weihwasser oder etwas anderem gefüllt, womit sich der Bürgermeister Eindringlinge vom Hals halten will. Okay, ich glaube, dann haben wir alles hier im Laden. Ach, da können wir noch den Türrahmen irgendwie. Ich habe noch nie so viele Schlösser, Ketten und Zaubersprüche an einer einzigen Tür gesehen. Und auch die Armbrustbolzen deuten darauf hin, dass hier ein sehr nervöser Mensch lebt. Ah, die können wir sogar nehmen, die Armbrust. Der Herr Bürgermeister hat sicherlich nichts dagegen, dass ich mir einen der Bolzen ausleihe. Immerhin schießt er sie großzügig durch die Gegend. Okay, das haben wir. Hier gibt's auch noch ein bisschen Rüstung. Vielleicht auch was für Gnome? Jetzt, wo ich kein Magier mehr bin, sollte ich vielleicht versuchen, ein mächtiger Krieger zu werden. So eine Rüstung würde mir ziemlich gut stehen, glaube ich. Ja, Magier bekommt nur Stoff, oder? Okay, ich glaube, dann haben wir hier alles im Raum. Und wir haben einen kleinen Einblick. Das hier ist der Bürgermeister, beides. Da das hintere ist das Feuer. Okay, das war die erste Runde hier im Düsterwald und wir schauen jetzt gleich wieder raus. Und ja, er sagt auch noch Hallo. Nee, er hört noch. Und ja, wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Runde. Wir haben jetzt eine Aufgabe, durch die Berge hoch zum Grafen zu gehen. Und ich glaube, das werden wir dann morgen in einer neuen Runde machen. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen und bis morgen dann. Ciao, ciao.